kostet nicht die Beerdigung die halbe Erbschaft? Liebe Frau, wir haben uns bemüht, die teuren Verbrechen würdig zu heben. Aber über die Kosten haben Sie nie gesprochen. Ich konnte doch davon ausgehen, dass Sie wissen, welche Kosten dadurch für mich entstehen. Sie meinen für mich? Und Sie sind taktlos genug, meine Situation auszunützen für sich und Ihren Profit. Sie haben Ihre Leistung erbracht, ohne dass wir einen Preis vereinbart haben. Also werden wir jetzt verhandeln müssen. Eine schöne Leiche kostet Ihren Preis. Moritz! Moritz! Da gibt es wenig zu verhandeln. Minouche! Wenn Sie nicht verhandeln wollen, übergebe ich die Sache sofort meinem Anwalt. Bitte, Sie überlassen die Kostenfrage Ihren Anwalt und ich überlasse Ihnen die Leiche. Gemacht? Warst du bei Oma? Und wann willst du einkaufen? Jetzt. Es wird aber allerhöchste Zeit. Das ist gepfändet. Das bleibt hier. Das wissen Sie doch. Radfahren ist sowieso gesünder. Moritz. Moritz, möchtest du deine Tante nicht begrüßen? Doch. Mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ist dir was passiert? Hättest aber auch wirklich ein bisschen aufpassen können. Tut mir leid, ich konnte einfach nicht schneller bremsen. Arschloch! Sag das nochmal. Arschloch!
Namen, Mutti. Ach, wirklich schön, dass du überhaupt noch kommst. Was hast du eingekauft? War schon zu spät. Was war schon zu spät? Die Geschäfte hatten schon zu. Wieso? Du bist doch rechtzeitig losgefahren. Ich hatte einen Unfall. Du hattest einen Unfall? Ja, genau. Ich bin angefahren worden. Oh, das sehe ich. Das ist ja nicht zu glauben. Moritz! Also Moritz. Du musst doch nicht so in mich reinrennen, Moritz. Sag mal, was machst du mit dem Jungen? Was mach ich mit dem Jungen? Was machst du mit dem Jungen? Bisher war er hier der junge Lord. Und jetzt lässt du ihn als Dienstmädchen arbeiten. Na, und Frati, was soll diese aggressive Formulierung? Ich arbeite den ganzen Tag hier und im Büro und bitte ihn mir ein wenig zu helfen. Wieder auf dem Kriegsfeld? Ein Schüler arbeitet auch den ganzen Tag. Schließlich gibt es hier jemanden, der den ganzen Tag überhaupt nicht arbeitet. Vielleicht bittest du den mal, dir ein bisschen zu helfen. Los, stehen Sie mal auf, Frau Schöpfung. Na los, das geht, wenn man will, ja. Na, Sie wollen ja doch bloß wieder in Frau Jensen Ihren Rollstuhl, Sie Ernstzellerin. Noch ein Schritt. Ja, ja, mal noch ein Schritt ans andere Bett ran. Sehr schön. Na, Sie können das doch. Auch eine Dame muss mal ihre Beine benutzen. So. Na schön. Sehr schön, ja. Oma. Hast du dir weh getan, Oma? Bring mich hier raus. Musst du denn heute Morgen nicht in die Schule? Ich habe Religion, da gehe ich nicht hin. Und deine Eltern haben nichts dagegen? Seit Mami arbeitet, merkt sie das nicht. Und Vater ist das egal. Seit der Pleite ist deinem Vater wohl alles egal. Also weißt du, Moritz, ich habe so ein Gefühl, dass dein Vater diese Pleite überhaupt gewollt hat. Ich meine, ein Unternehmen in so kurzer Zeit kaputt zu machen. Nicht mal ein eingeheirateter Mann kann so blöde sein. Ein Unternehmen, das die Familie immerhin 200 Jahre lang ernährt hat. 200,
die genialste Pleite der Hansestadt. Oma, du brauchst nicht so laut zu reden. Na, jedenfalls hätte er mit dem Konkurs warten können. Oma, ich kann dich gut verstehen. Ja? Das freut mich. Oma, bitte rede über Vati nicht so laut. Er hätte mit dem Bankrott warten können. Wenigstens bis zu meinem Tod. Jetzt sitze ich hier. Ich weiß nicht, warum deine Mutter einen so unfähigen Herrn heiraten musste. Trotz wahrscheinlich. Mami will dich am Wochenende besuchen. Nein, Mo. Das schafft sie nicht. Seit deine Mutter arbeitet, hat sie am Wochenende ihre Migräne. Ist das Haus denn schon verkauft? Weiß nicht. Und womit vertreibt dein Vater sich jetzt die Zeit? Er schreibt. Er schreibt? Worüber? Irgendwas aus der Völkerkunde. Völkerkunde? Wir haben seit 60 Jahren keine Kolonien mehr. Aquavit. Lebenswasser. Möchtest du? Was machen Sie denn hier? Also, Frau Schottbohm, ausgerechnet Alkohol für Kinder. Sie kennen doch unsere Hausordnung. Eine Dame wie Sie, Frau Schottbohm. Das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Bringen Sie Ihre Großmutter sofort ins Haus zurück. Guten Tag, Frau Schottbohm. Auf Wiedersehen, Mama. Moritz, würdest du mir das nächste Mal eine Röhre Schlaftabletten mitbringen? Ja? Bitte. C, parallel zur Strecke B. B. Voraussetzung. A, C, parallel zur Strecke B. B. Das war ein Satz, das euch ja vom letzten Mal her bekannt. Wir wollen heute mal anders beweisen. Ich muss mal auf die Toilette. Ja, dann bitte. Zu diesem Zweck brauchen wir also eine weitere Hilfslinie, sozusagen. Okay, schon. Also eine Hilfsgerade. Ey, Smiler, komm das bei Lolli. Hast du Geld? Kriegst du später. Okay, ich zahle. SBD und der Vierdreieck Flächeninhalt S. A, D. Achso, da habe ich vergessen, die Höhe einzuzeichnen. Von Punkt A hier Punkt Q. So. Daraus ergibt sich dann Flächeninhalt des Dreiecks zu F3 gleich SC mal AQ mal 1/2 beziehungsweise F4 SD mal AQ mal 1/2. So. Das ist das Dreieck. ABC, den gleichen Flächeninhalt besitzt wie das Dreieck. CD. Zu diesem Zweck braucht man wieder die Höhe der beiden Dreiecke. D
PC und AQ haben wir ja schon. Jetzt zeichnen wir also RD ein. RD und SB. Nee, S hatten wir ja schon, also TB. Gut, jetzt können wir sagen, da beide Dreiecke die gleiche Grundlinie besitzen und nach Voraussetzung... Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. C. Moritz, hast du was gesagt? Dann komm doch bitte mal nach vorn. Fass mal bitte zusammen, was ich bisher entwickelt habe. Vielleicht kannst du mir dann wenigstens die Flächeninhalte berechnen. Ich erkläre hier seit 10 Minuten die Strahlensätze. Und du passt so wenig auf, dass du mir noch nicht einmal die Flächeninhalte berechnen kannst. Sein Vater kann ja auch nicht rechnen. Wie hast du das eben gemeint? Wer, ich? Ich doch nicht. Vielleicht liegt deine Begabung wirklich woanders als bei der Mathematik, Moritz. Es muss auch Leute geben, die mit der Hand arbeiten. Stimmt so, genau, du Wichser. Ja. Das auch? Ey. Nee, das bleibt da. Die Anlage gehört mir, die hat mit der Firma nichts zu tun. Tut mir leid, die Stereoanlage haben Sie von Ihrem Vater, nicht wahr? Ja. Liegt darüber eine Schenkungsurkundung vor? Nein, wieso? Ja, dann tut es mir leid, dann fällt die Stereoanlage auch ins Vermögen Ihres Vaters. Also los. Der Gerichtsvollzieher holt meine Stereoanlage weg. Tut mir leid. Ich glaube, da kann man nichts machen. Und wieso kannst du da nichts machen? Was hat meine Anlage überhaupt mit deinem Konkurs zu tun? Das ist zu kompliziert zu erklären. Und weshalb habe ich keine Schenkungsurkunde über die Anlage? Ist doch nicht gerade üblich, dass man seinem Sohn eine Schenkungsurkunde ausstellt. Kannst du denn wenigstens jetzt schnell eine Schenkungsurkunde schreiben? Moritz, willst du mich zum Betrüger machen? Das ist mir egal. Ich will nur, dass du mir hilfst.
Verstehst du das? Das Altersheim hat angerufen. Wir sollen nochmal zur Großmutter kommen. Mach ich später. Verstehst du das? Nein. Konntest du auch nicht rechnen? Meinst Mathe? Ja. War nicht gerade mein Lieblingsfach. Warum nicht? Dafür fehlt mir die Begabung. Das habe ich bis heute auch gedacht. Aber in Wirklichkeit kann ich kein Mathe, weil der Lehrer ein Wichser ist. Moritz, ich bitte dich, solche Worte zu vermeiden. Ey, hör doch mal. Wichsen ist so ein Wort für Unanieren und Unanieren ist Selbstbefriedigung. Was hat denn Selbstbefriedigung mit Mathematik zu tun? Sehr viel. Das, was der Lehrer da vorne an der Tafel treibt, ist doch die reinste Selbstbefriedigung. Der... Hey, Moritz! Du musst doch noch zu Großmutter! Dabei? Oder bist du zu fein zum Ficken? Hallo, junger Mann. Komm doch mal rein, schöne geile Weiber hier. Lass dich doch mal verwöhnen. Oder bist du Onanist? Hast du Angst, deinen Vater zu treffen? Der war doch erst gestern hier. Oh, Achtung, das kann doch bald kommen. Hast du das gesehen? Moritz, kannst du mir das nächste Mal eine Röhre Schlaftabletten mitbringen?
Suchen Sie was? Kann ich Ihnen helfen? Essen Sie das jetzt, Frau Schottbohm? Nur mal zu. Los, jetzt frage ich Sie das letzte Mal, essen Sie das oder nicht? Frau Schottbohm. Verdammt, jetzt habe ich aber die Schnauze voll, Mensch. Verdammter Schweinepriester, hau bloß ab, sonst hol ich die Polizei. So ein Schweineigel, jetzt lauern Sie das. Das war mein Lenker. So? Bei uns ist sie ja immer so ein bisschen bockig, aber auf dich hört sie bestimmt. So, Frau Schottbohm, hier ist Ihr Enkel. Eigentlich ein bisschen spät, aber wir machen dann mal eine Ausnahme, ne? Nein, Großmutter. Tut mir leid. Freue mich, dass du überhaupt kommst. Ich musste noch was besorgen. Hast du was für mich besorgt? Warum ich dich gebeten habe? Nein? Ich war in der Michaeliskirche. Bist du jetzt religiös? Religiös? Weshalb gehst du denn sonst in die Kirche? Vielleicht mache ich da Musik. In der Kirche? Musik in der Kirche? Da sitzen doch nur Leute, die Angst haben vorm Sterben. Dabei soll das Leben nach dem Tod für Christen ja recht angenehm sein. Deswegen machen die ja auch das Sterben so schwer. Denn sonst würde ja jeder zusehen, dass er so schnell wie möglich auf die andere Seite kommt. Und wer würde dann noch arbeiten und Kirchensteuern zahlen? Und wenn man nicht mehr essen will, dann füttern sie einen mit Gewalt. Christen, Indianer haben es besser. Die konnten wenigstens sterben, wenn sie wollten. Moritz, schon wieder so spät? Kannst du mir vielleicht sagen, wo du heute Nachmittag gewesen bist? Warst du wenigstens bei Oma? Und weshalb hat das Altersheim hier angerufen? Oma hatte keinen Appetit. Und deshalb hat man hier angerufen? Man hat versucht, sie mit Gewalt zu stoppen. Du warte doch bitte! Geht es ihr sehr schlecht? Weiß nicht. Moritz, siehst du mich denn gar nicht? Warum läufst du denn immer von mir weg? Stimmt es, dass die Indianer sterben konnten, wenn sie wollten? Sterben, wann sie wollten. Indianer, warte mal. Driver hat keinen Zweck. Schön. Zu speziell. Hier. Death, Infanticide, Suicide, Patricide, Elternmord. Sometimes. Also manchmal fragte die altersschwache Person einen Sohn, sie aus dem Leben zu nehmen. Dann Technik der
Nee, lass mich. Du hast mich vollkommen falsch verstanden. Ich wollte nur wissen, ob das Sterben bei den Indianern verboten ist. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn da drauf? Entschuldigung, Nacht. Hast du wenigstens deine Schularbeiten gemacht? Moritz, hast du deine Schularbeiten gemacht? Ja. Gute Nacht, Moritz. Gute Nacht. Rein oder raus? Warum störst du uns? Ich möchte mitmachen. Ja, dann stell dich erst mal dahin. Ich kann aber gar nicht singen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, ich möchte hier blasen. Im Posaunenchor? Ja. Ich habe aber im Moment kein Instrument frei. Ich habe meins dabei, Augenblick. Man sich immer stören lassen muss. Moment mal, das geht aber nicht. Das ist ein Instrument für einen Nachtclub, aber doch nicht für die Kirche. Hören Sie es doch erst mal an. Ja, dich hat wohl jemand geschickt. Mach, dass du wegkommst. Oh. Oh. Sofort aufhören. Du musst. Das ist doch vollkommen ungehörig. Ich find's sehr schön. Meinst du es im Ernst? Es passt sehr gut zu uns. Thank you.
Mensch, schau mal, sie Digga, euer Vollleil! Wow, eine Burg aus Gummi! Daran habe ich ja auch schon den ganzen Tag gearbeitet. Mensch, die Idee ist ja einfach stark. Kannst du ja auch verkaufen. Komm, wir gehen zum nächsten Fang. Was machst du denn da? Hey, da hat ja eine richtige Gießkanne. Komm mal mit rein. Und komm schon. Nur mach schon, Mann. Komm mal mit rein, Junge. Komm los, komm. Du machst es, wenn du eine Aussage. Und geh. Geh rein, da, los. Hey, guck mal, was sie mitgebracht haben. Wagt ihr denn den Schmarotzer hier? Ich war auf der Straße gefunden. Wir haben ihn aufgesammelt. Willkommen, Hugo. Kannst du mit dem Ding überhaupt spielen? Ja oder nein? Ja, ein bisschen. Dann spiel doch mal was. Hey, hört mal auf. Hey! Hör mal auf. Schumi, spiel noch mal eine Phrase vor. Das war Estur, ich spiele das aber lieber in Astur. Das war Estur, er spielt das lieber in Astur. Jawohl, Herr Doktor. Ich spiel schon. Ey, kannst du da nicht ein bisschen mehr Groove reinbringen? Was ist denn das? Groove? Komisch. Ich weiß nicht, was Esst du ist und du weißt nicht, was Groovy ist. Okay, Jungs, dann wollen wir mal was vorspielen. We'll be right back.
Ist was passiert? Sie ist geliebt, wird verlegt. Hey, was machst du denn da? Die Dame ist meine Großmutter. Oma, du kannst dich ja doch noch bewegen. Weil ich nicht mehr bewegen kann. Oder nicht mehr bewegen will, Mord. Das ist doch einerlei. Der Arzt hat zu mir gesagt, ihr Herz arbeitet nur 20 Jahre. Ich habe ihn gefragt, wofür? Wofür braucht ein überflüssiger Gegenstand ein Herz, das nur 20 Jahre arbeiten will? Hilf mir, Mord. So wenig Zeit. Oh, Christian, ich möchte fliegen. Moritz! 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 Wo bleibst du denn? Wir müssen doch noch mal gemeinsam über das Matheproblem reden. Ihr entschuldigt mich bitte, ich möchte nichts essen. Willst du im Gespräch wieder ausweichen? Ich habe keinen Hunger und ich habe etwas vor. Außerdem kommt doch wieder dasselbe dabei raus. Ich soll mehr tun. Ja, und warum auch nicht? Was ist daran verkehrt? Das ist doch ganz einfach. Da muss er mehr arbeiten und das macht er nicht. Und das musst du ja verstehen. Willst du dich nicht wenigstens setzen? Es ist vollkommen zwecklos, wenn ich mir arbeite. Ich verstehe die komischen mathematischen Bruchstücke sowieso nicht. Neulich flog ein Flugzeug am Fenster vorbei und der Lehrer stand an der Tafel. Da habe ich gedacht, das ganze Flugzeug steckt voller Mathematik. Aber der Typ da vorne an der Tafel kann einem überhaupt nicht klar machen, was sein Quatsch da mit dem Flugzeug zu tun hat. Verstehe ich nicht. Was soll ein Flugzeug mit dem Mathematikunterricht zu tun haben? Verstehe ich auch nicht. Immerhin hat der Vergleich nichts mit dem Geschlechtsleben zu tun. Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Walter. Wenn man etwas lernen soll, dann möchte man wissen, wofür das gut ist. Eben, dass man mit Mathe Flugzeuge bauen kann. Kann ich jetzt gehen? Ja. Hol mir mal Salz, bitte. Ist das nicht hier? Hier ist überhaupt nichts mehr. Deine Brille, Christian! Oh, entschuldige.
Moritz! Moritz, wo bist du denn? Wo warst du denn? Siehst du doch. Ist das Salz? Siehst du doch, das ist doch Zucker. Weitergekommen. Können wir auch nicht. Oder könnt ihr die Lehrpläne ändern? Kann ich jetzt gehen? Ja. Du willst eben nicht verstehen. Genau das sagen die Lehrer auch immer. Moritz, inzwischen kennst du mich wohl gar nicht mehr. Christian. Komm schon. Oh. Verzeihung. Warum bist du denn weggerannt? Das ist nicht dabei. Komm rein. Schön. Ja, schön warm. Nicht durch meine Brille. Wie geht's dir? Birgit, guck dir das mal an. Dieser kleine, geile Scheißkerl. Dem werde ich jetzt mal richtig den Arsch versorgen. Christian, komm, lass das. Beruhig dich. Ich mach das schon. Moritz, ist ja wirklich ein starkes Stück. Wolltest du ja nur, du Halunke. Er kommt! Guten Morgen. Guten Morgen. Erklärst du schnell mal die Hausaufgaben. Moritz? Hab keine gemacht. Und warum nicht? Ich hab das Ganze nicht verstanden. Weil du das Ganze nicht verstehen willst, mein Lieber, habe ich das Gefühl. Wenn man es wirklich verstehen will und ein bisschen dafür tut, ist eine besondere Begabung gar nicht nötig. Immer diese Begabung. Vielleicht fehlt Ihnen die Begabung. Was? Vielleicht fehlt Ihnen die Begabung, einem etwas beizubringen. Hör mal, du. Hör mal, das habe ich nicht nötig, mehr von jemandem wie dir so etwas sagen zu lassen. Versager. Hier kapiert doch keiner was in seinem Unterricht. Ist ja schon gut, Mensch. Ihr haltet euch doch nur mit Nachhilfe über Wasser.
Nur hör endlich auf, du alter Angeber. Hör du doch auf. Der checkt doch gar nicht, was in der Klasse läuft, wenn er da vorne vor sich hinsabbelt. Und Zensuren verteilt er wie der liebe Gott. Mann, 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 hör jetzt endlich auf! Du bist doch der größte Feigling. Du Kalorienkacker. Diskutiert das ruhig zu Ende. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr mich anrufen. Zu der Hilfe beim Direktor. Hör mal zu, ich riskiere nicht einen Streit mit dem Mathelehrer und setze meine Zensuren aufs Spiel, nur weil so ein Spastiker wie du durchdreht. Mensch, du reißt doch alle nur mit rein. Reißt euch alle mit rein? Ihr seid doch schon in derselben Scheiße. Vielleicht merkt ihr das gar nicht. Halt eigentlich die Schnauze. Denunziant. Was heißt denn Denunziant? Ihr seid doch zu feige, was zu sagen. Keiner blickt mir durch in Mathe, wenn er keine Nachhilfe kriegt. Und du kriegst keine Nachhilfe mehr, weil dein Vater sie nicht mehr bezahlen kann. Und deshalb drehst du durch. Lass meinen Vater aus dem Spiel. Sauhelfer. Huch, die räumen in den Rock. Muss mal da, hau ihm rein. Geht zurück in die Klasse! Geht auf eure Plätze! Stuckmann! Stuckmann! Wo willst du hin? Wartet unten so ein grässlicher Kerl auf dich. Sag mal, in was für Kreisen verkehrst du eigentlich? Hallo. Hallo. Rein. Ja. Läufst du immer so rum? Hm. Ja, Alter. Ihr ganz alleine? Ja, aber wir wohnen hier nicht mehr lange. Habt ihr auch einen Diener?
Willst du den jungen Mann nicht in dein Zimmer bitten? Tut mir leid, meine Mutter ist unheimlich unter Stress. Ach du, das macht nichts. Weißt du, was mein Vater dazu immer sagt? Auch Dan lässt es echt besamen. Ey, spinnst du? Die Dan ist meine Mutter. Ey, guck mal! Wieso bist du überhaupt hierher gekommen? Wegen Astur und Estur. Gib mir mal dein Kabel. Hier. Okay. Oh, super. Hast du hier eine ganze Anlage? Ey, pass doch auf! Ist ja wie bei Dracula hier. Ich will ja nichts sagen, ne, aber ist das nicht ein bisschen zu vornehm, so eine teure Anlage in so einen Krötenkeller zu verstecken? Die ist gefändet, die muss ich verstecken. Gefändet? Das wird ja immer schlimmer hier. Eine Ratte. Wieso? Die ist doch zahm. Gibst du mal ein A? In der Band spielen? Mit dem Ding? Geht das denn? Ja, Alter, das kommt auf den totalen Sound. Warte mal! Ich glaube, da ist sie! Wo ist sie? Dort unten! Hey, was soll denn das? Wir schon sehen, komm mit. Katze geht ganz bestimmte Wege. Kommt immer hier durch. Und das wird für sie tödlich. Hast du Ratten so gerne? Nee, nur diese. Die war zahm. Außerdem hasse ich diese verdammte Katze. Komm, schwimmen, beide.
bleibst du denn? Wir wollen doch schon längst in der Kunsthalle sein. Musst du sonntags auch mal zur Kunst? Nein. Was machst du denn hier? Barbara. Können wir uns treffen? Morgen um 6 an der Fähre. Was war denn los? Nichts. Oder der Musikdoktor. Wo kommst du jetzt her? Warst du in der Kirche oder ist deine Oma gestorben? Los, hau ab, du störst! Quatsch, spinnst du? Wir brauchen doch seine Kanne fürs Konzert. Bei dir ist wohl eine Schaltung locker, wa? Der Arsch von der Elbchaussee, der soll sich verpissen. Der Mecker bleibt hier! Sein Instrument macht dir den totalen Sound. Sein Instrument, aber er bringt das ja wohl nicht. Alter, siehst du das Plakat da vorne? Da steht er drauf. Außerdem ist es ein Kumpel von mir. Ja, so siehst du aus. Schlamm sich bei den Pfeffersäcken ein, ne? Der Typ macht eine Fliege. Oh, ab, du Spinne! Ich glaube, wir spielen jetzt weiter. Hol endlich dein Ding raus. Na, mach schon. Klasse kommt dann nicht mehr klar. Schmeckt er erst beim Proletenheim. Moritz Stuckmann, Tenorsax, Konzert. Da werden wir ein Konzert draus machen. Tenor! Moritz? Warst du bei Oma? Heute ist Sonntag. Heute wolltest du. Lauf doch nicht immer weg.
Lass mich! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Wer ist da? Moritz? Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Willst du es wirklich wissen? Ja, sonst würde ich ja nicht fragen. Da oben. Da oben? Ja. Wohnst du wirklich da oben? Ja, bestimmt. Vielleicht guckt mein Vater gerade aus dem Fenster. Komm. Was sag ich denn, Bahn? Warum brauchst du das? Ach, nur so. Und der Mann in der Kunsthalle und in der Kirche? Du meinst meinen Vater. Was ist mit dem? Nichts. Weißt du was? Ich finde deinen Schal echt beknackt. Hey! Wie alt bist du eigentlich? 15. Erst? Wieso erst? Eigentlich bist du zu jung.
Wofür? Für mich. Wie alt bist du denn? 15, aber ich werde 16. Das werde ich auch. Wollen du mit oder was? Komm zu Sonntag, wir spielen das. Nicht? Aber du bist doch meine Freundin. Sie auch nicht. Aber wir haben uns doch geküsst. Ja und? Moment, bleiben Sie bitte draußen. Das ist nicht nur bei uns so, es gibt Fehler, die offenbar mit unglaublicher Konstanz auf der ganzen Welt wiederholt werden. Aber wofür? Rundfunk oder für Schaubude? Wir fliegen nach Norden. Einmal über. Die ausgedehnten Felder. Sie können jetzt rein. Guten Tag, Großmutter. Moritz. Hast du mir heute was mitgekommen? Moritz, musst du denn immer wieder? Ich habe was gesehen. Zuerst habe ich gedacht, das ist wieder so ein Traum. Der Tod ist nur schlimm für die Lebenden. Was hast du gesagt? Der Tod ist nur schlimm für die Lebenden. Wie meinst du das denn?
Scheiße. Moritz, bleibst du noch ein bisschen bei mir, ja? Na, lass doch, Alter. Die Klamotten sind geil. Mach mal zu, los. Ja, mach zu, ey. Halt doch mal eben die Schnauze. Okay. Boxer! Ja,
Komm, trinken wir erstmal ein. Ey, Boxer, da kann er gar kommen. Infanticide, Suicide, Patricide, Elternmord. Sometimes, also manchmal fragte die altersschwache Person einen Sohn, sie aus dem Leben zu nehmen. Dann Technik der... Nee, lass mal. Du hast mich vollkommen falsch verstanden. Ich wollte nur wissen, ob das Sterben bei den Indianern verboten ist. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn da drauf? Hast du wenigstens deine Schularbeiten gemacht? Moritz, hast du deine Schularbeiten gemacht? Ja. Gute Nacht, Moritz.
gut nach. Ich glaube, wir spielen jetzt weiter. Hol endlich dein Ding raus. Na, mach schon. Klasse kommt dann nicht mehr klar. Schmeichel erst beim Proletenheim. Moritz Stuckmann, Tenorsachs, Konzert. Da werden wir Konzert draus machen. Tenor! Moritz? Warst du bei Oma? Heute ist Sonntag. Heute wolltest du. Lauf doch nicht immer weg. Thank you.
Lass mich! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Wer ist da? Moritz? Ja. Deine Schularbeiten gemacht. Ja. Gute Nacht, Moritz. Gute Nacht. Rein oder raus? Warum störst du uns? Ich möchte mitmachen. Ja, dann stell dich erst mal dahin. Ich kann aber gar nicht singen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, ich möchte hier blasen. Im Posaunenchor? Ja. Ich habe aber im Moment kein Instrument frei. Ich habe meins dabei, Augenblick. Man sich immer stören lassen muss. Wie geht's dir? Gott.
Birgit, guck dir das mal an. Dieser kleine, geile Scheißkerl. Dem werde ich jetzt mal richtig den Arsch versorgen. Nein, Christian, komm, lass das. Beruhig dich. Ich mach das schon. Moritz. Ist ja wirklich ein starkes Stück. Wolltest du ja nur, du Halunke. Er kommt! Guten Morgen. Als erstes schnell mal die Hausaufgaben. Gemacht. Und warum nicht? Ich habe das Ganze nicht verstanden. Weil du das Ganze nicht verstehen willst, mein Lieber, habe ich das Gefühl. Wenn man das wirklich verstehen will und ein bisschen dafür tut, ist eine besondere Begabung gar nicht nötig. Immer diese Begabung. Vielleicht fehlt Ihnen die Begabung. Was? Vielleicht fehlt Ihnen die Begabung, einem etwas beizubringen. Hör mal, du. Hör mal, das habe ich nicht nötig, mir von jemandem wie dir so etwas sagen zu lassen. Versager. Hier kapiert doch keiner was in seinem Unterricht. Ist ja schon gut, Mensch. Ihr haltet euch doch nur mit Nachhilfe über Wasser. Nur endlich auf, du alter Angeber. Hör du doch auf. Der checkt doch gar nicht, was in der Klasse läuft, wenn er da vorne vor sich hinsabbelt. Und Zensuren verteilt er wieder, liebe Gott. Mann, hält er nicht auf. Du bist doch der größte Feigling. Du Kalorienkacker. Diskutiert das ruhig zu Ende. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr mich anrufen.
vorbei? Oder bist du zu fein zum Ficken? Hallo, junger Mann. Komm doch mal rein, schöne geile Weiber hier. Lass dich doch mal verwöhnen, oder bist du Onanist? Hast du Angst, deinen Vater zu treffen? Der war doch erst gestern hier. Oh, Achtung, das kann man bei gucken. Ist das gesehen? Moritz, kannst du mir das nächste Mal eine Röhre Schlaftabletten mitbringen? Vater ist es egal. Seit der Pleite ist deinem Vater wohl alles egal. Also weißt du, Moritz, ich habe so ein Gefühl, dass dein Vater diese Pleite überhaupt gewollt hat. Ich meine, ein Unternehmen in so kurzer Zeit kaputt zu machen. Nicht mal ein eingeheirateter Mann kann so blöde sein. Ein Unternehmen, das die Familie immerhin 200 Jahre lang ernährt hat. Das war ja die genialste Pleite der Hansestadt. Oma, du brauchst nicht so laut zu reden. Jedenfalls hätte er mit dem Konkurs warten können. Oma, ich kann dich gut verstehen. Ja? Das freut mich. Oma, bitte rede über Vati nicht so laut. Er hätte mit dem Bankrott warten können. Wenigstens bis zu meinem Tod. Jetzt sitze ich hier. Ich weiß nicht, warum deine Mutter einen so unfähigen Herrn heiraten musste. Trotz wahrscheinlich. Mami will dich am Wochenende besuchen. Nein, Moritz, das schafft sie nicht. Seit deine Mutter arbeitet, hat sie am Wochenende ihre Migräne. Ist das Haus denn schon verkauft? Weiß nicht. Und womit vertreibt dein Vater sich jetzt die Zeit? Er schreibt. Er schreibt? Worüber? Irgendwas aus der Völkerkunde. Völkerkunde? Wir haben seit 60 Jahren keine Kolonien mehr. Aquavit. Lebenswasser. Möchtest du? Was machen Sie denn hier? Also, Frau Schottbohm, ausgerechnet Alkohol für Kinder. Sie kennen doch unsere Hausordnung. Eine Dame wie Sie, Frau Schottbohm. Das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Bringen Sie Ihre Großmutter sofort ins Haus zurück. Guten Morgen. Moritz, würdest du mir das nächste Mal eine Röhre Schlaftabletten mitbringen? Ja? Bitte? Jahrelang ernährt hat. Das war ja die genialste Pleite der Hansestadt. Oma, du brauchst nicht so laut zu reden. Na, jedenfalls hätte er mit dem Konkurs warten können. Oma, ich kann dich gut verstehen. Ja? Das freut mich. Oma, bitte rede über Vati nicht so laut. Er hätte mit dem Bankrott warten können. Wenigstens bis zu meinem Tod. Jetzt sitze ich hier. Ich weiß nicht, warum deine Mutter einen so unfähigen Herrn heiraten musste. Trotz wahrscheinlich. Mami will dich am Wochenende besuchen. Nein, Moritz, das schafft sie nicht. Seit deine Mutter arbeitet, hat sie am Wochenende ihre Migräne. Ist das Haus denn schon verkauft? Weiß nicht. Und womit vertreibt dein Vater sich jetzt die Zeit? Er schreibt. Er schreibt? Worüber? Irgendwas aus der Völkerkunde. Völkerkunde? Wir haben seit 60 Jahren keine Kolonien mehr. Aquavit. Lebenswasser. Möchtest du? Was machen Sie denn hier? Also, Frau Schottbohm, ausgerechnet Alkohol für Kinder. Sie kennen doch unsere Hausordnung. Eine Dame wie Sie, Frau Schottbohm. Das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Bringen Sie Ihre Großmutter sofort ins Haus zurück.
Grün macht es schon. Auf Wiedersehen, Mama. Moritz, würdest du mir das nächste Mal eine Röhre Schlaftabletten mitbringen? Ja? Bitte. Möchtest du nicht mit Bones in der Band spielen? Mit dem Ding? Geht das denn? Ja, Alter, das kommt auf den Total zu. Warte mal! Ich glaube, da ist sie. Wo ist sie? Da unten. Hey, was soll denn das? Wir schon sehen, komm mit. Katze geht ganz bestimmte Wege. Kommt immer hier durch. Und das wird für sie tödlich. Hast du Ratten so gerne? Nee, nur diese. Die war zahm. Außerdem hasse ich diese verdammte Katze. Komm zu mir, beide. Schon längst in der Kunsthalle sein. Was sein Quatsch da mit dem Flugzeug zu tun hat. Verstehe ich nicht. Was soll ein Flugzeug mit dem Mathematikunterricht zu tun haben? Verstehe ich auch nicht. Immerhin hat der Vergleich nichts mit dem Geschlechtsleben zu tun. Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Walter.
Wenn man etwas lernen soll, dann möchte man wissen, wofür das gut ist. Eben, dass man mit Mathe Flugzeuge bauen kann. Kann ich jetzt gehen? Ja. Hol mir mal Salz, bitte. Ist das nicht hier? Hier ist überhaupt nichts mehr. Moritz, wo bist du denn? Wo warst du denn? Siehst du doch. Ist das Salz? Siehst du doch. Das ist Zucker. Können wir auch nicht. Oder könnt ihr die Lehrpläne ändern? Kann ich jetzt gehen? Ja. Du willst eben nicht verstehen. Genau das sagen die Lehrer auch immer. Moritz. Was hat meine Anlage überhaupt mit deinem Konkurs zu tun? Das ist zu kompliziert zu erklären. Und weshalb habe ich keine Schenkungsurkunde über die Anlage? Das ist doch nicht gerade üblich, dass man seinem Sohn eine Schenkungsurkunde ausstellt. Kannst du denn wenigstens jetzt schnell eine Schenkungsurkunde schreiben? Moritz, willst du mich zum Betrüger machen? Das ist mir egal. Ich will nur, dass du mir hilfst. Verstehst du das? Das Altersheim hat angerufen. Wir sollen mal zur Großmutter kommen. Mach ich später. Verstehst du das? Nein. Konntest du auch nicht rechnen? Meinst Mathe? Ja. War nicht gerade mein Lieblingsfach. Warum nicht? Dafür fehlt mir die Begabung. Das habe ich bis heute auch gedacht. Aber in Wirklichkeit kann ich kein Mathe, weil der Lehrer ein Wichser ist. Moritz,
Ich bitte dich, solche Worte zu vermeiden. Ey, hör doch mal. Wichsen ist so ein Wort für Unanieren und Unanieren ist Selbstbefriedigung. Was hat denn Selbstbefriedigung mit Mathematik zu tun? Sehr viel. Das, was der Lehrer da vorne an der Tafel treibt, ist doch die reinste Selbstbefriedigung. Der... Hey, Moritz! Du musst doch noch zu Großmutter! Sie Ernstzellerin. Noch ein Schritt. Ja, ja, mal noch ein Schritt ans andere Bett ran. Sehr schön. Na, Sie können das doch. Auch eine Dame muss mal ihre Beine benutzen. So. Na schön. Sehr schön, ja. Oma. Hast du dir weh getan, Oma? Bring mich hier raus. Musst du denn heute Morgen nicht in die Schule? Ich hab Religion, da geh ich nicht hin. Und deine Eltern haben nichts dagegen? Seit Mami arbeitet, merkt sie das nicht. Und Vater ist das egal. Seit der Pleite ist deinem Vater wohl alles egal. Also weißt du, Moritz, ich habe so ein Gefühl, dass dein Vater diese Pleite überhaupt gewollt hat. Ich meine, ein Unternehmen in so kurzer Zeit kaputt zu machen. Nicht mal ein eingeheirateter Mann kann so blöde sein. Ein Unternehmen, das die Familie immerhin 200 Jahre lang ernährt hat. Das war ja die genialste Pleite der Hansestadt. Oma, du brauchst nicht so laut zu reden. Jedenfalls hätte er mit dem Konkurs warten können. Oma, ich kann dich gut verstehen. Ja? Das freut mich. Oma, bitte rede über Vati nicht so laut. Er hätte mit dem Bankrott warten können. Wenigstens bis zu meinem Tod. Jetzt sitze ich hier. Ich weiß nicht, warum deine Mutter einen so unfähigen Herrn heiraten musste. Trotz wahrscheinlich. Mami will dich am Wochenende besuchen. Nein, Mom. Das schafft sie nicht. Seit deine Mutter arbeitet, hat sie am Wochenende ihre Migräne. Ist das Haus denn schon verkauft? Weiß nicht. Und womit vertreibt dein Vater sich jetzt die Zeit? Er schreibt. Er schreibt? Worüber? Irgendwas aus der Völkerkunde. Völkerkunde? Wir haben seit 60 Jahren keine Kolonien mehr. Aquavit. Lebenswasser. Möchtest du? Was machen Sie denn hier? Also, Frau Schottbohm, ausgerechnet Alkohol für Kinder. Sie kennen doch unsere Hausordnung. Eine Dame wie Sie, Frau Schottbohm. Das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Bringen Sie Ihre Großmutter sofort ins Haus zurück. Guten Morgen. Mit dem Ding? Geht das denn? Ja, Alter, das kostet den total so. Warte mal! Ich glaube, da ist sie. Wo ist sie? Dort unten. Hey, was soll denn das? Wir schon sehen, komm mit. Katze geht ganz bestimmte Wege. Kommt immer hier durch.
Und das wird für sie tödlich. Machst du Ratten so gerne? Nee, nur diese. Die war zahm. Außerdem hasse ich diese verdammte Katze. Komm, schwör, warte. Bleibst du denn? Wir wollen doch schon längst in der Kunsthalle sein. Instrument für einen Nachtclub, aber doch nicht für die Kirche. Hören Sie es doch erst mal an. Ja, dich hat wohl jemand geschickt. Mach, dass du wegkommst. Oh. Oh. Sofort aufhören. Du musst. Das ist doch vollkommen ungehörig. Ich find's sehr schön. Meinst du es im Ernst? Es passt sehr gut zu uns. Wartet unten so ein grässlicher Kerl auf dich. Sag mal, in was für Kreisen verkehrst du eigentlich?
Ist immer so rum? Heute. Und ihr ganz alleine? Ja, aber wir wohnen hier nicht mehr lange. Habt ihr auch einen Diener? Willst du den jungen Mann nicht in dein Zimmer bitten? Tut mir leid, meine Mutter ist unheimlich unter Stress. Ach du, das macht nichts. Weißt du, was mein Vater dazu immer sagt? Auch Dan lässt es echt besamen. Ey, spinnst du? Die Dan ist meine Mutter. Ey, guck mal! Wieso bist du überhaupt hierher gekommen? Wegen Astur und Estur. Gib mir mal dein Kabel. Hier. Okay. Oh, super. Hast du hier eine ganze Anlage? Ey, pass doch auf! Ist ja wie bei Dracula hier. Ich will ja nichts sagen, ne, aber ist das nicht ein bisschen zu vornehm, so eine teure Anlage in so einen Krötenkeller zu verstecken? Die ist gefändet, die muss ich verstecken. Gefändet? Das wird ja immer schlimmer hier. Eine Ratte. Wieso? Die ist doch zahm. Gibt's mal ein A? Lebenswasser. Möchtest du? Was machen Sie denn hier? Also, Frau Schottbohm, ausgerechnet Alkohol für Kinder. Sie kennen doch unsere Hausordnung. Eine Dame wie Sie, Frau Schottbohm. Das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Bringen Sie Ihre Großmutter sofort ins Haus zurück. Auf Wiedersehen, Mama. Moritz, würdest du mir das nächste Mal eine Röhre Schlaftabletten mitbringen? Ja? Bitte. C, parallelste Strecke B. B. So, Haus, Sitzung, A, C, parallelste Strecke B. B. So, das war ein Satz, ist euch ja vom letzten Mal her bekannt. Wir wollen heute mal anders beweisen. Also,
Beweise. Ich muss mal auf die Toilette. Dann bitte. Zu diesem Zweck brauchen wir also eine weitere Hilfslinie. Sozusagen. Geh schon. Also eine Hilfsgerade. Ey, Smiler, kümmer das bei Lolli. Bitte verlegt. Was machst du denn da? Die Dame ist meine Großmutter. Oma, du kannst dich ja doch noch bewegen. Weil ich nicht mehr bewegen kann. Oder nicht mehr bewegen will, Moritz. Das ist doch einerlei. Der Arzt hat zu mir gesagt, ihr Herz arbeitet nur 20 Jahre. Ich habe ihn gefragt, wofür? Wofür braucht ein überflüssiger Gegenstand ein Herz, das nur 20 Jahre arbeiten will? Hilf mir, Moritz. So wenig Zeit. Oh, Christian, ich möchte fliegen. Moritz! 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 Wo bleibst du denn? Wir müssen doch noch mal gemeinsam über das Matheproblem reden. Ihr entschuldigt mich bitte, ich möchte nichts essen. Bist du im Gespräch wieder ausreichend? Ich habe keinen Hunger und ich habe etwas vor. Außerdem kommt doch wieder dasselbe dabei raus. Ich soll mehr tun. Ja, und warum auch nicht? Was ist daran verkehrt? Das ist doch ganz einfach. Da muss er mehr arbeiten und das macht er nicht. Und das musst du ja verstehen. Willst du dich nicht wenigstens setzen? Es ist vollkommen zwecklos, wenn ich mehr arbeite. Ich verstehe die komischen mathematischen Bruchstücke sowieso nicht. Neulich flog ein Flugzeug am Fenster vorbei. Wie alt bist du eigentlich? 15. Erst? Wieso erst? Eigentlich bist du zu jung. Wofür? Für mich. Wie alt bist du denn? 15, aber ich werde 16. Das werde ich auch. Wollen du mit oder was? Kommst du Sonntag, wir spielen das. Nicht? Aber du bist nur meine Freundin. Sie auch nicht. Aber wir haben uns doch geküsst. Ja und? Moment, bleiben Sie bitte draußen. Das ist nicht nur bei uns so, es gibt Fehler, die offenbar mit unglaublicher Konstanz auf der ganzen Welt wiederholt werden.
aber nur früher, wenn ich Rundfunk oder Schau wurde, da würde ich auch gerne gehen. Wir fliegen nach Norden. Noch einmal über. Die ausgedehnten Felder. Sie können jetzt rein. Model, das ist dein Konzertanzug. Lass doch, Alter. Die Klamotten sind geil. Mach mal zu, los. Ja, mach zu, ey. Ich bin zäh. Halt doch mal eben die Schnauze. Okay.
geht's dir? Birgit, guck dir das mal an. Dieser kleine, geile Scheißkerl. Dem werde ich jetzt mal richtig den Arsch versorgen. Nein, Christian, komm, lass das. Beruhig dich. Ich mach das schon. Moritz. Ist ja wirklich ein starkes Stück. Wolltest du ja nur, du Halunke. Er kommt! Guten Morgen. Als erstes schnell mal die Hausaufgaben. Gemacht. Und warum nicht? Ich habe das Ganze nicht verstanden. Weil du das Ganze nicht verstehen willst, mein Lieber, habe ich das Gefühl. Wenn man das wirklich versteht,